Hi Leute, hier ist Heike Hab Christian. Ich wollte euch zeigen, wie ihr im Instant Pot ganz einfach eine Erbsensuppe zubereiten könnt. Das Originalrezept ist aus der Fox Over Knives App und ist von Heather McDougall. Beziehungsweise eigentlich war das, glaube ich, zuerst im Internet und kam dann in die Fox Over Knives App. Also guckt euch das Originalrezept auch an. Ich habe ein paar Sachen verändert, aber ne, credit to her. Die ganzen Mengenangaben blende ich euch unten ein. Ich mache das im Instant Pot, weil das viel schneller geht. Zuerst tue ich die Kartoffeln rein. Und guck mal, dass ich das ein bisschen näher ranhole. Das ist wichtig, in welcher Reihenfolge ihr das reintut, weil das ansonsten ein bisschen anbrennen könnte. Dann das Gemüse. Oh, ich sollte vielleicht auf die richtige Welt schauen und nicht durchs iPhone gucken. Dann die tollen Erbsen. So ein bisschen oben drauf streuen. Das Getreide. Und dann nehme ich von dieser Dose weiße Bohnen ungefähr die Hälfte. Ja, das dürfte die Hälfte sein. Die andere Hälfte könnt ihr jetzt benutzen, um irgendwelche Soßen daraus zu machen. Und unsere ganzen Kräuter und Gewürze. Jetzt drückt ihr hier auf Manual. Und das kann man gerade nicht sehen. Die Zeit steht auf 30. Und die reduziere ich jetzt auf 15. Und warte jetzt einfach ab, bis es fertig ist. Wie ihr vielleicht lesen könnt, da steht eine 16. Es hat also 16 Minuten ist noch auf Keep Warm gestanden, bevor ich das Ganze rausgelassen habe. Und das sieht relativ dünn aus. Ihr könnt, wenn ihr wollt, dann jetzt noch ein bisschen Stärke hinzufügen oder das noch ein bisschen so köcheln. Aber es wird, wenn man es halt am Tag danach isst, so wie ich das immer mache, wird es sehr, sehr viel dicker werden. Jo, das war's.